Tadaima to Yuzuko zu Final Fantasy 8. Im letzten Part waren wir in der Übungshalle nach dem Ball und jetzt erwartet uns unser erster Job als Seed, wenn ich mich recht entsinne. Das ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das aufgenommen habe. Deswegen musste ich gerade etwas grübeln. Aber ich glaube, es war irgendwie die erste Quest-Aufgabe, die wir bewältigen müssen. So. Und dazu sollten wir, glaube ich, am Vorplatz hinkommen. So. Wo wir dann erfahren, wie es weitergeht. Ja. Gartenausbilder, noch eine Minute. Und da kommt sie auf. Geschafft. T-Board fahren ist hier verboten. Schon vergessen? Sorry. Ist aber mega praktisch. Bestimmt nützlich für Seed-Missionen. Das werden wir wohl beurteilen. Wird beschlagnahmt. Ihr seid zwar Seeds, aber gleichzeitig auch Schüler dieses Gartens. Als Seeds müsst ihr euch vorbildlich verhalten. Regelwidrigkeiten werden nicht geduldet. Na toll. Ihr seid ihr erster Auftrag, nicht wahr? Ihr Reiseziel ist die Stadt Timber. Dort werden sie eine Organisation unterstellt. Am Bahnhof von Timber wird sie ein Mitglied der Organisation kontaktieren. Es wird euch folgendermaßen ansprechen. Der Wald hat sich verändert. Ihr werdet darauf antworten, es leben aber noch Eulen. So lautet die Parole. Des Weiteren befolgen sie deren Befehle. Nur wir drei? Ja, wir haben diesen Auftrag zu einem Billigtarif angenommen. Normalerweise werden Aufträge dieser Art gar nicht. Lassen wir doch die Einzelheiten. Squall, Sie sind der Anführer. Folglich haben Sie das Kommando. Cell und Selfie, Sie beide müssen Squall nach Kräften unterstützen. Führen Sie den Auftrag erfolgreich durch. Ach richtig, Squall. Ich hatte das völlig vergessen. Dieses Item ist verflucht, aber durch die Hand eines Helden wird es zu einer mächtigen Waffe. Wunderlampe erhalten. Die Parole lautet, es leben aber noch Eulen. Nicht vergessen. Okidoki, es leben aber noch Eulen. Ja, klingt nach einem Abenteuer. So, bevor es losgeht, muss ich gerade eben... warte mal. Wie sieht es denn mit den Kopplungen aus? Sind die Jungs... Sehr schön. Alles gekoppelt. So, wieder gezogen. Weiter geht die Schone. Reise.
so aus dem Garn raus. Können wir natürlich jetzt jederzeit speichern. Das tun wir jetzt. So, und im Anschluss benutzen wir die Wunderlampe, um eine sehr mächtige GF zu bekommen, und zwar Diablo. Oder Diablos. Wer wagt es, mich dem Schlaf zu stören? Ich bin es! Der Superheld. So. Wir müssen den besiegen, damit wir ihn in uns untertan machen können. Sterben wir, ist die Wunderlampe weg und wir sind noch mit Game Over, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sollte man vorher speichern. Denn diese GF gibt es nur durch diese Wunderlampe einmal im Spiel. Immer drauf und gut ist und zwischendurch gucken. Vielleicht hat man die Möglichkeit, seine Multitalente, Multikraft, Multi-Angriffe einzusetzen. Je stärker ihr seid, umso stärker wird auch die GF. Deswegen ist es echt empfehlenswert, Diablos gleich, nachdem ihr die Wunderlampe bekommen habt, zu bekämpfen. Wenn ihr es euch schwerer machen wollt, dann könnt ihr natürlich warten, bis ihr irgendwie Level, weiß ich nicht, 100 oder 90 oder was weiß ich seid. Es ist zu empfehlen, wie gesagt, frühestmöglich ihn euch zu holen. Auch wenn er eigentlich erst nach den nächsten beiden GFs angesiedelt ist, die ihr kriegen könnt. Ihr sehen werdet, wenn wir ihn gezwungen haben. Einen Dunkelheitsangriff und hat auch ein paar tolle Amplis, die man bei ihm lernen kann. Deswegen kann ich euch eigentlich nur empfehlen, den früher einzusetzen, damit ihr die Kopplung und so weiter frühestmöglich auch verwenden könnt. Weil ich gerade schon, mit wem ich den dann koppeln soll. Wahrscheinlich mit Cell. Oder? Vielleicht auch mit Sephi? Ich muss mal gucken. Ich glaube, Sephi hat das eine GF und Cell hat zwei. Also werde ich wahrscheinlich auch mit Sephi den koppeln. Angriffe sind natürlich immer super,
weil das halt mehrere Angriffe gleichzeitig sind. Gerade bei ihm. Und dann immer im richtigen Moment drücken. Scheiße. Irgendwie weiß ich nicht, klemmt die Taste oder was. Montag ist Schauntag, denkst du? Du wirst voll gedrückt. Ja, hier geht's voll ab. So, wieder multikulturell. Ah, drei Hits, super. Grobspalter. Alle. Oha. Oh, ich weiß gar nicht, habe ich manuell oder? Grobspalter. Schnell. Je schneller ich drücken will. So, da habe ich zwei Stufen oben. Wie man sich schon sagt. So, multikulturell. Hits. Kein Grobspalter diesmal, okay. Oh shit, jetzt wird's ernst. Oh. Er liegt, glaube ich, in den Endzügen. Scheint so lange Ruhe zu haben. Boah, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon echt Panik geschoben. Das wäre jetzt echt scheiße geworden. XP gibt's keine. Die Rettung kriegen wir. Die Diablos-Karte kriegen wir. Und GF bekommt 20. Die
Diablos lassen wir so. Puh, ja, das war ein harter Fight. Mal gucken, ob ich... Sefi kriegt die Kopplung mit Diablos. Ja, wir haben ja leider noch nicht so viele Zauber. So, dann wollen wir gleich mal gucken, ja. Hier fehlt eine GF, die kommt noch. Das sind die Brüder. Ja, ich denke mal, HP 10% ist okay. Kann er lernen. Gleich nochmal speichern. Und dann haben wir den Part für heute dann auch schon geschafft. Ich hoffe, euch hat der Kampf mit Diablos gefallen. Beim nächsten Mal machen wir uns dann auf zu unserer zu unserem ersten Seed-Job und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.